Ich bin hier als Vorstand für Infrastruktur und Netze beim ECO, Verband der Internetwirtschaft, aber insbesondere auch, weil ich Aufsichtsrat und Beirat beim DKIX bin, dem Deutschen Internetknoten. Mich treibt Internet allerdings schon etwas länger. Ich biete kommerzielle Internetdienste seit 1990 an, habe einen der ersten kommerziellen Internetprovider gegründet, die wir in Deutschland hatten, Nakama, und habe das dann internationalisiert und bin in dieser Funktion leider dann auch mit Law Enforcement, Geheimdiensten und Ähnlichen in 17 Ländern zusammengetroffen, habe das persönlich in 7 Ländern machen müssen. Von daher ist der Erfahrungshorizont etwas größer, als ich das jetzt hier im Detail dann immer so wiedergeben kann. Man bewegt sich in diesem Umfeld leider oft in Bereichen, wo man nicht ganz klar drüber reden kann. Es gibt also immer Bereiche, ich kann euch jetzt auch einiges erzählen, es gibt einige Teile, wo ich eventuell auch auf Fragen nachher nicht unbedingt antworten kann. Das werde ich dann ganz klar sagen. Wir haben den großen Vorteil, dass ich im NSA-Untersuchungsausschuss als Zeuge aufgetreten bin, von daher über einiges reden kann, wo man sonst nicht drüber reden könnte. Aber das muss man einfach mal sehen, wie sich das in der Diskussion dann ergibt. Was ist eigentlich das Problem? Warum stehe ich hier? Grundsätzlich bewegen wir uns hier in einem Spannungsfeld. Das Bundesverfassungsgericht hat 2010 so hübsch mal festgestellt, dass die Freiheitswahrnehmung der Bürger nicht total erfasst und registriert werden darf. Das gehört zur verfassungsrechtlichen Identität der Bundesrepublik Deutschland, für deren Wahrung sich die Bundesrepublik Deutschland im europäischen und internationalen Zusammenhang einsetzen muss. Das tut sie nicht. Man geht grundsätzlich immer in die Bereiche Erhöhung der Rechte für Strafverfolgung, Erhöhung der Rechte für Geheimdienste und so weiter zur Sicherheit. Das ist so ein bisschen dieser Bereich, in dem man hier drin steckt. Das Verfassungsgericht hat sich hier zur Freiheitswahrnehmung geäußert, nicht zur Sicherheit. Und dieses Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Überwachung ist natürlich das, in dem man ist. Der Bundesinnenminister hat dieses Jahr mal so hübsch gesagt, als das Bundesverfassungsgericht ihm Teile des BKA-Gesetzes für unzulässig erklärt hat, es sei nicht Aufgabe des Gerichts, ständig dem Gesetzgeber in Sachen Sicherheit in den Arm zu fallen. Das ist also die andere Position, die da steht. Und das ist eben genau das Spannungsfeld. Das EuGH hat zu dieser ganzen Datenspeicherung, die sich zu einem guten Teil auf Vorratsdaten bezieht und eben auch auf Verbindungsdaten, also nicht unbedingt auf die Inhalte der Kommunikation, sondern einen guten Teil auf die Verbindungsdaten, also den Umstände der Kommunikation, gesagt, dass die Gesamtheit dieser Daten, und daraus können sehr genaue Schlüsse auf das Privatleben der Personen gezogen werden, und zwar die Gewohnheiten des täglichen Lebens, die ständigen vorübergehenden Aufenthaltsorte, was sie für Lebensrhythmen haben, wie sie die Ortsveränderung machen, mit wem sie kommunizieren, was für Tätigkeiten sie ausüben. All das lässt sich bereits aus den Verbindungsdaten erkennen. Dafür muss man überhaupt keine Inhaltsanalyse von Daten durchführen, sondern rein die Kommunikationsdaten, wer hat wann, wo, mit wem telefoniert, gechattet, sich E-Mails geschickt, Ähnliches und so weiter und so fort, sind ausreichend dafür, diese Daten in Beziehungsnetzen aufbauen zu können. Hauptvoraussetzung dafür ist, man hat eine große Menge davon. Was gibt es denn jetzt überhaupt für Elemente in Fernmeldeüberwachung in Deutschland? Um damit ein paar grundsätzliche Missverständnisse aufzuräumen, es gibt grundsätzlich 2 Ziele. Das eine sind gezielte behördliche Maßnahmen. Das heißt, da wird immer gegen irgendjemanden ermittelt, in irgendeiner Form. Die gibt es anbietergestützt, das ist im Telekommunikationsgesetz geregelt. Da gibt es alle möglichen Formen von Ausleitungen, klassische Telekommunikationsüberwachung, wo also Anschlüsse oder sowas ausgeleitet werden, Vorratsdatenspeicherung, jetzt leider in der Neuauflage 2.0, Funkzellenabfragen, Bestandsdatenauskünfte ist das Einzige, was heute vollautomatisch bei uns in Deutschland auch läuft. All das sind Maßnahmen, da muss aber immer eine Behörde gegen irgendjemanden ermitteln. Da weiß man also vorher, gegen wen ist man eigentlich tätig. Auch für die angriffsbasierten Überwachungsmaßnahmen, all das, was eine Online-Durchsuchung ist, was Quellen-TKÜ ist, wo also aus den Geräten des Einzelnen was ausgeleitet wird, all das weiß man vorher, gegen wen will man eigentlich vorgehen. Da braucht man auch immer dann einen Gerichtsbeschluss. Das heißt, da kann nicht einfach irgendjemand im Geheimdienst sonst was irgendwas tätig werden. Die brauchen immer einen Beschluss. Geheimdienste sowieso nur auf Basis von G10, auch die brauchen dann einen Beschluss von der G10-Kommission. Das heißt, sobald man eine Telefonnummer, eine Person, irgend sowas überwachen will, braucht man immer diesen Beschluss. Davon völlig getrennt ist die
ungezielte Überwachung oder was man strategische Überwachung nennt. Das ist bisher immer nach G10-Gesetz gelaufen, mit sogenanntem Auslandsbezug. Da wird also auf Leitungswegen nach Begriffen gesucht. Man sucht also nicht nach einer speziellen Person oder sowas ähnliches, sondern man sucht nach Begriffen. Jetzt gibt es natürlich diese Diskussion, Suchbegriffe können eventuell auch Organisationen beinhalten oder doch wieder Telefonnummern oder Bereiche von Telefonnummern. Da wird es dann natürlich doch ein bisschen spezifischer. Grundsätzlich ist die Regelung aber so, nein, es wird immer nur nach gewissen Themenkomplexen oder sowas gesucht. Man weiß eigentlich noch gar nicht, gegen wen man ermittelt, wen man eigentlich finden will, sondern man sucht einfach nach etwas, was man auffinden will, was man näher untersuchen will, um dann erstmal zu sagen, wer kommuniziert denn darüber, wer unterhält sich, wer beschäftigt sich mit diesem Thema und fängt dann erst an, da weiter vorzugehen. Jetzt neu im Gesetz Auslandsvermeldeaufklärung, das geht auch ganz klar in diese Richtung. Da geht es darum, dass näher auf Personen eingegangen werden kann. Hier hat man auch erstmalig dann reingeschrieben, dass es gezielt sein kann, gilt aber nicht für Deutsche. Komme ich aber nachher nochmal drauf, inwieweit das dann so stehen bleiben kann, diese Aussage. Neu war auch seit letztem Jahr die sogenannte Suche nach Cyberbedrohungen auch im Inland. Also der Verfassungsschutz könnte theoretisch seit Juli letzten Jahres auch auf Leitungen im Inland solche Untersuchungen machen, um nach sogenannten Cybergefahren, also Hacking, DDoS, sonst was, alles Mögliche zu suchen. Hat er nach meinem Kenntnisstand bis jetzt nicht getan, aber kann noch werden. Also hoffentlich nicht, aber theoretisch hätten sie die Gesetzesgrundlage zumindest dafür. Das ist eigentlich ein Teil dieser generellen Entwicklungen, die wir nach den Snowden Revelations seit 2013 im Prinzip haben. Es sind auch in Deutschland die Befugnisse der Geheimdienste und der Strafverfolgungsbehörden nur erweitert worden. Es gab also kein Zurückrudern oder Zurückrollen oder sowas ähnliches, es gab nur systematische Erweiterung. Jetzt ist es natürlich vom Timing her ein bisschen kompliziert. Natürlich ist dieser ganze Themenkomplex internationaler Terrorismus und sowas besonders danach hochgefahren worden. Auch alles, was Bereiche wie Proliferation und sowas sind, ist alles wesentlich stärker geworden in den letzten Jahren. Von daher ist diese Kombination Snowden und gibt es tatsächlich eine Erhöhung der Bedrohungslage, eine Diskussion, die muss man mit den Sicherheitsbehörden dann mal führen. Fakt ist aber, von der Gesetzessituation her ist es seitdem nur erweitert worden. Das erste, was wir hatten, war im November 2015 das Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Bereich des Verfassungsschutzes. Liest sich ein bisschen komisch. In der Presse und im Bundestag ist es dort primär immer über die V-Leute geredet worden. Das war nämlich der erste Teil dieses Gesetzes. Der hat diese ganze V-Leute-Thematik, die sich nach NSU ergeben hatte, neu aufgerollt. Hat aber auch diesen unangenehmen Telekommunikationsteil, der da hinten dran hängt, der also zum Beispiel diese Erweiterung auf Cyberbedrohungen beinhaltet, der aber auch ganz interessante andere Sachen drin hat, wie zum Beispiel, dass der BND dem Verfassungsschutz helfen kann, auch im Inland, dass generell Informationen, die Geheimdienste finden, jetzt dann auch an die Polizeibehörden weitergegeben werden dürfen. Wir hatten historisch eigentlich immer eine klare Trennung zwischen Geheimdiensten und Strafverfolgungsbehörden in Deutschland. Die ist letztes Jahr aufgeweicht worden, ganz elementar aufgeweicht worden. Während man vorher gesagt hat, darf nicht weitergegeben werden, ist der Wortlaut jetzt soll und muss sogar weitergegeben werden, wenn hier relevante Informationen bei der Arbeit gefunden werden. Das ist insbesondere deswegen schwierig, weil natürlich die Geheimdienste mit wesentlich niedrigeren Eingriffsvoraussetzungen arbeiten. Heißt, wenn eine Polizeidienstbehörde irgendjemanden abhören will oder ähnliches, brauchen sie einen richterlichen Beschluss, müssen den Richter überzeugen, hey, hier ist, da liegt was vor, da ermitteln wir, da haben wir berechtigte Gründe, dass wir das brauchen, dann kriegen die das vielleicht angeordnet. Geheimdienste können das eben zum Beispiel auf der Basis dieser strategischen Überwachung oder sowas gefunden haben, wo es eigentlich gar keine Anordnung gegen eine einzelne Person gab. Dann stellt man aber fest, hey, die Person macht was und dann wird es den Strafverfolgungsbehörden weitergegeben. Das kann man brauchen, vielleicht auch nicht. Ich möchte es im Einzelfall nicht bewerten, das ist jetzt erstmal die Ist-Situation, wie es aussieht. Wir haben dann Ende 2015 auch das Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten bekommen, sprich Vorratsdatenspeicherung 2.0, die sich jetzt in der Umsetzung befindet. Sie ist ab 01.01.2017 im Prinzip verpflichtend, wobei die Anbieter noch mal eine Übergangsfrist haben bis zum 01.07.2017. Ab dann kommt sie leider, sofern nicht eine der Klagen erfolgreich ist, die ja anhängig sind,
soll jetzt gerade eine neue große am Montag, glaube ich, eingereicht werden. Ich selber kenne schon mindestens 5 Klagen, die anhängig sind. Wir haben als Verband auch eine unterstützt von einem Anbieter in diesem Fall. Dann eben dieses neue Gesetz zur Auslandsvermeldeaufklärung, das jetzt im Oktober beschlossen wurde. Dabei geht es eigentlich um die Auflösung einer Rechtslücke, die sich gezeigt hat. Und das ist eigentlich das, über was ich hier heute hauptsächlich reden will, über dieses Thema, wie sieht diese Rechtslücke eigentlich aus, wie funktioniert das und wo ist da eigentlich das Problem? Die Sicherheitsbehörden im Allgemeinen sehen immer dieses Problem, dass sie gerade für globalen Terrorismus und Cyberthreats nicht so genau wissen, was sie dagegen eigentlich tun sollen. Ihre erste Reaktion ist immer, Kommunikationsdaten sammeln und aufzeichnen. Das ist aber heute eine allgemeine Maßnahme. Kann eigentlich passieren, was will, ob das Raubüberfälle sind, sonst was, das ist egal was. Als allererstes ziehen wir mal die Kommunikationsdaten, gucken, wer war da eigentlich aktiv, mit wem redet der sonst so, wie sieht das Beziehungsgeflecht aus. Das ist so die Erstmaßnahme, die man eigentlich macht. Und so ähnlich sieht es hier auch aus, wenn man nicht so genau weiß, wo bilden sich Terrorzellen, mit wem reden die, wer ist da vielleicht mit drin, wie arbeiten die Leute zusammen. Telekommunikationsdaten. Können wir aber natürlich auch aus unserem eigenen Leben nachvollziehen, wenn man sich mal überlegt, wie hat man vor 10 Jahren kommuniziert, wie kommuniziert man heute? Natürlich hat die Kommunikation ganz massiv zugenommen. Sehr viel ist aus dem Gesprächsumfeld in die Kommunikationsnetze verlagert worden. Natürlich sehe ich heute im Kommunikationsnetz am allerersten, mit wem jemand soziale Beziehungen unterhält, mit wem er sich trifft, mit wem er so zusammentrifft, auch vielleicht physikalisch über Handydaten und Ähnliches. Es gibt hier immer noch eine Diskrepanz zwischen dem, was Sicherheitsbehörden dürfen und was Geheimdienste dürfen. Das ist ganz klar so. Die Rechte der Polizeidienstbehörden sind wesentlich eingeschränkter und die haben vor allen Dingen immer das Problem, alles, was sie machen, muss rechtssicher sein. Also wenn die irgendwas erheben, dann müssen sie das hinterher auch vor Gericht verwerten können, sonst bringt es ihnen nichts. Das ist für die Geheimdienste egal. Die müssen nur Informationen liefern. Ob das rechtssicher ist oder ob das irgendwie belastbar ist, spielt keine große Rolle in diesem Geschäft. Alle haben so das Problem mit dem Going Dark, also das ist so der Schlagbegriff dafür, dass also durch Geräte- und Diensteverschlüsselung natürlich immer weniger Kommunikationsdaten ausgelesen werden können. Wir haben am DKIX gerade jetzt einen Verschlüsselungsgrad von 30% erreicht, also wir sehen, dass ungefähr die Drittel aller Telekommunikationsverkehre jetzt verschlüsselt sind. Das ist ein guter Weg, das ist eine Verdreifachung innerhalb der letzten 2 Jahre, aber man ist natürlich immer noch nicht da. Hauptauslöser dafür ist im Übrigen, dass einige, wirklich nur eine Handvoll großer Dienste angefangen haben, ihre Dienste defaultmäßig verschlüsselt anzubieten. Also die Individualkommunikation hat tatsächlich nicht ganz so viel zugenommen. Es ist überwiegend verschlüsselter HTTP-Verkehr, der das heute ausmacht. Also HTTPS, klar. Auf was sie alle abzielen, ist diese systematische Verkehrsdatenerfassung, eben um diese Beziehungsgeflechte darzustellen. Das ist eigentlich das Wichtigste, was irgendwo dahinter steht. Der Trend, der globale Trend, das, was eigentlich der Mindset dahinter ist, ist ganz klar, man sucht den systematischen Zugang zu Daten. Der Fachbegriff dafür in den Kreisen heißt Bulk Access. Das heißt, ich versuche auf möglichst viele Daten, egal ob das jetzt Wire-Daten sind, gespeicherte Daten oder Ähnliches, Verkehrsdaten, Kommunikationsdaten, aber natürlich auch auf die privaten Datensammlungen, die existieren bei den Facebooks, Googles und Ähnlichem dieser Welt, irgendwie zugreifen zu können und dafür schon mal eine Standard-Zugriffsschnittstelle zu haben. Um möglichst einfach, wenn ich es dann brauche, hier Daten abziehen zu können, um die dann zu korrelieren. Im Prinzip Geheimdienst-Big Data, ja, also von der Idee her. Ja, aber dafür müssen die Schnittstellen erstmal existieren. Und da ist ein grundsätzliches Umdenken. In der anglikanischen Welt gibt es das schon etwas länger, dort wurden die Daten dann sogar gespeichert und man hat so eine Art Rollback gehabt. Das heißt, wenn man dann was gefunden hat, hat reingeguckt, mit wem hat er kommuniziert, mit wem hat er vor 3 Wochen kommuniziert und dann konnte man das Ganze wieder von vorne aufrollen für die Leute, die man dann gefunden hat in diesem Umfeld und konnte dadurch wunderbare Beziehungsgeflechte bauen. So ähnlich soll die Idee hier jetzt auch sein. Wir können möglichst viele Datenquellen übereinander legen, um daraus dann möglichst schöne Informationen generieren zu können. Das Ganze wird unterstützt natürlich auch von Spionagesoftware. Auch hier ist von der Schätzung her, wenn man mit den großen Sicherheitsfirmen redet, die gehen mittlerweile davon aus, dass zwischen 50% und 2/3 aller Malware, Trojan, Spyware und Ähnlichem von staatlichen Stellen stammt. Das ist natürlich eine Riesenzahl. Man denkt immer so, irgendwelche Kriminelle im weitesten Sinne sind eigentlich der Auslöser. Aber
Man kann es vielleicht so ausdrücken, all das, was nicht augenscheinlich auch einen kommerziellen Zweck verfolgt, indem es irgendwie Ransomware oder sowas ähnliches produziert, ist wahrscheinlich nicht von irgend so einer kriminellen Seite, sondern stammt im weitesten Sinne irgendwo aus Umfeldern, die versuchen, darüber selber ihre eigene Cyberwaffe oder ähnliches zu bauen. Wie sieht es jetzt in Deutschland aus? Anlasslose Überwachung in Deutschland. Bisher, wie gesagt, historisch nur nach G10, in einem sehr, sehr engen Rahmen war das zulässig. Man hat das im Prinzip, das ist Gesetz, das G10-Gesetz ist von 1968. Und ist seitdem, das ist zwar zwei, dreimal verändert worden, zuletzt 1998, aber es ist keine massive Änderung drin gewesen. Man hat also es nicht auf paketorientierte Kommunikation umgestellt. Es hat alles noch Leitungsbezug. Und diese Leitungen müssen einen Auslandsbezug haben, sprich Leitungen, die von Deutschland ins Ausland führen. Und darauf kann dann diese strategische Vermeldeüberwachung gemacht werden. Man darf da dann sich maximal 20% der Leitungskapazität, so steht es im Gesetz, rausziehen. Das ist natürlich für leitungsorientierte Kommunikation dann nicht ganz so schwierig. Wenn diese Leitung, sagen wir mal, 1000 Leitungswege hat, kann ich sagen, okay, prima, ich kann 200 Leitungswege mir angucken. Immer so wechselnd, rotierend. Bei paketorientierter Kommunikation ist es etwas schwieriger, weil da habe ich natürlich keine klar definierte Anzahl von Leitungswegen, die über diese Leitung gehen. Und wenn ich aber auch rein auf die Kapazität der Leitung gucke, dann komme ich zu ganz komischen Ergebnissen, weil wie weit kann ich mein Ethernet auslasten, wie viele Verbindungen sind dann da drauf? Das wird sehr, sehr unterschiedlich beurteilt, je nachdem, mit wem man redet und wie die Quality of Service dann anschließend da drauf sein soll. Grundsätzlich musste nach dem G10-Gesetz, Artikel 5, jeder Antrag auch ein Zielgebiet beinhalten. Also wohin soll denn das führen? Was interessiert mich? Interessiert mich jetzt Wogga-Wogga-Land oder interessiert mich die Region XYZ? Möchte ich mir jetzt den Nahen Osten angucken oder sowas ähnliches? Auch die Suchbegriffe müssen per Gesetz eigentlich bereits Teil des Antrags sein. Wie sinnvoll das ist, eine starre Suchbegriffsliste für etwas zu haben, was sich alle paar Stunden ändert im Zweifelsfall, muss man natürlich mal zur Diskussion stellen, aber das ist die Gesetzesgrundlage. Diese Genehmigungen gehen immer nur für 3 Monate, müssen alle 3 Monate überprüft werden, werden dann gerne mal verlängert, aber sie müssen alle 3 Monate überprüft werden. So steht es im Gesetz. Das Ganze muss man natürlich mal im Vergleich sehen zu dem Aufgabenprofil des Bundesnachrichtendienstes. Und die grundsätzliche Aufgabe des Bundesnachrichtendienstes ist es, seinen Abnehmern, das heißt staatlichen Stellen an dieser Stelle, zum richtigen Zeit bedarfsgerecht mit belastbaren Informationen umfassend zu versorgen. Klingt sehr schön, äußerst kommerziell. Ja. Sie verstehen sich auch als Dienstleister der Bundesregierung, um also deren Ressorts, aber auch Bundeswehr und Ähnliches mit Informationen zu versorgen. Und zwar mit Informationen für wichtige politische, wirtschaftliche und technische Entwicklung, militärische Fragestellungen. Und dann machen wir einen kurzen Break, weil die Sachen, die man da oben drüber sieht, wenn man das mal genau sieht, die haben sehr wenig mit Personen oder mit Einzelpersonen oder Ähnlichem zu tun. Und dann kommen wir in diesen abstrakten Teil, in diese abstrakte und konkrete Bedrohung für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, ihrer Bürger. Da sind wir in dieser Sicherheitsdiskussion. Was ist genau, was fördert die Sicherheit der Bürger, was fördert nicht die Sicherheit der Bürger? Also in diesem Bereich spielt sich das im Prinzip ab. Und da ist die Frage, nach was sucht man eigentlich? Nach was sollen sie suchen? Auch das gibt es in diesem sogenannten Aufgabenprofil des BND von der Bundesregierung. Proliferation, das ist Waffenhandel, Nuklearhandel, sonst was, diese ganzen Geschichten in Verkehr bringen von allen möglichen Geschichten. Internationaler Terrorismus, Staatszerfall, also alles, was irgendwie staatszersetzend an anderen Ecken der Welt ist. Und Auseinandersetzung um Ressourcen. Das ist natürlich sehr weitgehend, kann man alles Mögliche versuchen. Was hier zum Beispiel witzigerweise fehlt, kann ich aber sagen, gehört auch zum Aufgabenprofil des BND, ist zum Beispiel Menschenhandel oder solche Geschichten, wird durchaus auch von denen untersucht, aber das ist das, was offiziell momentan das Aufgabenprofil umfasst. Und sie sollen sich insbesondere um die Regionen Nahe und Mittlerer Osten, Nordafrika und West- und Zentralasien kümmern. Okay. Gut, das ist das, was steht. Es steht so ein bisschen entgegen, dass ich aus eigener Anschauung sagen kann, naja, es gibt auch Anordnungen, da steht als Zielgebiet Welt. Bisschen komisch, ja, aber okay, gut. Ob das im Sinne des Gesetzgebers war, der gesagt hat, das Zielgebiet muss näher bezeichnet sein, dass ich dann da Welt reinschreiben kann, möchte ich auch mal in Zweifel stehen, aber leider kann man die Leute nicht mehr fragen, die sich das G10-Gesetz damals ausgedacht haben. Der BND hat dann auch ganz interessante Theorien aufgestellt.
Zum Beispiel die sogenannte Offener-Himmel-Theorie. Das bezieht sich auf Bad Aibling, also die Satellitenstation, die dort steht, die sie mit der NSA zusammen dort unterhalten haben. Und dort wurde eine relativ freie Interpretation des Rechtsrahmens vorgenommen. Man hat gesagt, ja, wir müssen ja fürs Ausland arbeiten, also BND darf ja nur fürs Ausland, darf im Inland nicht tätig sein. Aber so ein Satellit, der ist ja in der Umlaufbahn, der ist im Ausland und wir erfassen die Daten am Satellit, also im Ausland, und wir speichern die nur in Bad Aibling und filtern sie da auch nur. Also von daher ist das Auslandsaufklärung, es ist also nicht im Inland. Das war die Interpretation, wie man Bad Aibling im Prinzip betreibt. Das wurde im NSA-Untersuchungsausschuss durchaus in Frage gestellt. Hier wurden dann verwendet Filter für den Grundrechtsschutz, weil Artikel 10 Grundgesetz muss man natürlich immer irgendwie so ein bisschen einhalten. Also wenn Deutsche mit Deutschen im Inland kommunizieren, das wurde trotzdem in das Satellit geführt, dann hat man das natürlich ausgefiltert. Ja, oder musste es zumindest ausfiltern. Die weiteren Daten waren nach dieser Interpretation frei verwendbar. Jetzt kamen wir dann ins Spiel. Frankfurt ist nämlich auch virtuelles Ausland, musste ich lernen. Der DCX ist ein internationaler Netzknoten, an dem also internationale Carrier aus vielen Ländern zusammengeschaltet sind. Und deswegen ist dort Auslandsbezug für alle Leitungen gegeben. Und das ist also Ausland. Deswegen darf der BND dort tätig werden. Und die Ausleitungen erfolgen an dieser Stelle auch auf Basis von G10-Anordnungen. Das ist mittlerweile also durch den NSA-Untersuchungsausschuss relativ bekannt geworden. Auch hier braucht man natürlich dann G10-Filter, aber die weiteren Daten sind frei verwendbar. Man ist damals auf uns 2008, 2009 zugetreten und wir haben uns damals schon gefragt, hey, Moment mal, wie kann denn ein G10-Gesetz eigentlich überhaupt auf unser Netzknoten angewendet werden? Wir hatten ganz konkrete Bedenken eben wegen dieser paketorientierten Kommunikation, weil das steht nicht im Gesetz. Wie ist das anzuwenden? Wie funktioniert das überhaupt? Wie nehme ich überhaupt Kommunikation auf? Das ursprüngliche G10-Gesetz für diese leitungsorientierte Kommunikation, das war ganz klar eigentlich auf Telefonie ausgelegt. Gut, 68 gab es auch nicht so viel anderes, Telefonie und Fax. Ja. Okay, damals hatten wir noch Fernschreiber und ähnliche Dinge, aber es war nicht für die modernen Kommunikationsformen gedacht, die wir heute haben. Wir wussten nicht so genau, wie wendet man das eigentlich an? Wie sieht denn überhaupt eine Anordnung aus? Bei uns sind ja in dieser Form diese Leitungen nicht angeschlossen oder manche Anbieter sind auch mit ganz vielen Leitungen angeschlossen, die haben irgendwelche ESA-Channels oder so. Was leite ich denn jetzt eigentlich aus? Gegen was richtet sich das? Der konkrete Leitungsweg ist ganz schwierig zu bezeichnen. Auch die Leitungskapazität ist eben die Frage, auf was beziehen sich denn diese 20% eigentlich? Bezieht sich das auf die Anschlusskapazität, Gigabit, 10 Gigabit, 100 Gigabit, davon 20%? Bezieht sich das auf die tatsächlich übertragenen Daten? Oder muss ich pro Dienst zum Beispiel reingehen und sagen, was weiß ich, 20% der Telefonate, 20% der E-Mails oder sowas ähnliches? Wie rechnet man denn das eigentlich? Der Bundesnachrichtendienst war der Meinung, es ist ausschließlich die Leitungskapazität. Davon können Sie das 20% rechnen. Die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde sah das ein bisschen anders, aber hatte hier dann ist nicht zum Tragen gekommen. Wir hatten auch andere Bedenken, zum Beispiel die Frage, wir haben einen Netzknoten in Frankfurt. Die Carrier haben ihre Router in Frankfurt stehen, wir übernehmen den Transport zwischen zwei Routern in Frankfurt. Wo ist denn da der Auslandsbezug? Also für uns sind das nur Ethernet-Daten, die von A nach B innerhalb von Frankfurt transportiert werden. Ob da eine internationale Kommunikation hinten dran steht oder nicht, das wissen wir überhaupt nicht als Anbieter. Das kann sein, dass das nicht der Fall ist. Und diese Abgrenzung mit der Frage, was sind das für Carrier, die da angeschlossen sind, nur weil das jetzt ein ausländischer Carrier ist, heißt es ja nicht, dass der nicht vielleicht deutsche Kunden in Frankfurt hinten dran stehen hat oder irgendwo in Deutschland. Manche von den internationalen Carriern betreiben ein deutschlandweites, umfangreiches Netz, die alle dann dahinter stehen und die damit eigentlich als deutscher Carrier zu werten sind. Dürfen die abgehört werden? Dürfen die nicht abgehört werden? Das sind alles so Fragen, die wir gestellt haben. Auch die Frage, wir waren damals schon der Meinung, dass keine trennscharfe Filterung eigentlich möglich ist. Auf diesen Leitungen sind immer Mischverkehre. Also eine Auslandsbezugsleitung, eine echte Leitung von Deutschland ins Ausland, kann ich immer sagen, okay, ist überwiegend Auslandsverkehr drauf oder sowas ähnliches. Bei einer paketorientierten Leitung, wie Internet-Backbone-Verkehre, wie das heute läuft, da ist immer Mischverkehr drauf. Das heißt, da sind Verkehre, die gehen vielleicht vom Ausland ins Ausland, die gehen vom Inland ins Ausland, die sind aber auch Inland-Inland. Das ist alles da so ein bisschen durcheinander gemischt, weil Routing ein äußerst komplexer und dynamischer Prozess ist. Nur weil das jetzt so ist, kann es sein, dass es in 5 Minuten anders ist und dann sind da halt doch deutsch-deutsche Verkehre drauf oder sowas ähnliches. Geht das überhaupt? Ist das zulässig?
Und wenn dann Filter dafür verwendet werden, das wurde uns zugesichert, das wird alles sauber gefiltert. Wie können so Filter überhaupt funktionieren? Geolocation-Filter funktionieren in der Regel nicht so gut. Woher wissen die denn, was ist, ohne die Inhalte zu analysieren? Man hat uns damals zweimal ins Kanzleramt zitiert und zugesichert, das findet alles im Rahmen der zulässigen Rechtsrahmens statt und wir sollten es doch bitte zulassen. Damals, muss ich sagen, haben wir das geglaubt. Wir haben dann gesagt, okay, wir finden es zwar komisch, wir wissen nicht so genau, ob das ist, aber der Dienst wird das wahrscheinlich schon richtig machen, das ist in Ordnung. Deswegen haben wir das damals zugelassen. Dann kam der NSA-Untersuchungsausschuss nach den Snowden Revelations und hat so ein paar interessante Fragen behandelt, die uns irgendwie teilweise so ein bisschen bekannt vorkamen. Zum Beispiel, das war eine Frage, die hatten wir gar nicht so betrachtet am Anfang, das war diese Frage, der Grundrechtsschutz gilt auch für Ausländer. Okay, ja, solange sie im Inland sind, ist es eindeutig und wird auch nicht diskutiert. Aber was ist mit Verkehr von Ausland, der durch Deutschland durchgeroutet wird, zum Beispiel? Also wenn der vom Ausland ins Ausland läuft, aber durch Deutschland durchläuft. Hat der Schutz oder hat er keinen Schutz? Der BND ist ganz klar der Meinung, nein. Das hat auch im NSA-Untersuchungsausschuss so gesagt. Sämtliche dort vernommenen Verfassungsrechtler haben gesagt, natürlich haben die auch Schutz. Ja? Also Artikel 10 gibt es überhaupt keine Frage, der gilt natürlich für alle. Auch diese freie Himmeltheorie, dass die nicht so ganz haltbar ist, dass es genau einen Laden gibt, der das so interpretiert, nämlich der BND selber und alle anderen Juristen, die eigentlich der Meinung sind, nee, wenn das in Deutschland gesammelt wird, aufgezeichnet, verarbeitet wird, dann muss natürlich irgendwie deutsches Recht gelten. Das ist auch dort ganz klar behandelt worden, ist auch klargestellt worden eigentlich, zumindest wenn man die Protokolle aufmerksam studiert hat. Auch die im Untersuchungsausschuss geleistete Beschreibung von DAFIS, das ist dieses Datenfiltersystem, ganz kreative Abkürzung, hat sich als äußerst rudimentär dargestellt und vor allen Dingen selbst gebaut. Heißt das nicht, dass es nicht vielleicht gut ist oder sowas ähnliches, können ja fähige Mitarbeiter da sein, das weiß ich nicht, nur die Beschreibung, wo zum Beispiel die IP-Adressen herkamen, was die Basis waren, wo IP-Adressen liegen oder so, nämlich aus den IP-Registries, da klingen dann bei Leuten aus der Branche so ein bisschen die Alarmglocken und müssen sagen, Moment mal, da kriegen wir aber nur eine gewisse Qualität mit hin, die mit Sicherheit nicht besonders hoch sein wird. Das waren also Fragen, die sich uns gestellt haben. Klar wurde auch, und das war für uns wirklich sehr überraschend, das haben wir nämlich nicht erwartet, dass nicht G10-geteckte Verkehre getauscht wurden. Es gab dafür bis diesen Oktober eigentlich keine Rechtsgrundlage in Deutschland. Wenn man als Carrier verpflichtet wird, dann kann man nur auf Basis von einer Gerichtsanordnung oder eben einer solchen G10-Anordnung verpflichtet werden. Aber für diese Frage, was passiert mit Transitverkehren, was ist mit Auslandsverkehren, die nur durchkommen, dafür gibt es eigentlich keine Rechtsgrundlage. Es konnte also niemand kommen und sagen, gib mir diesen Verkehr, weil keiner konnte dafür eine Anordnung machen. Wenn man gesagt hat, nein, war es nein. Aber man hat sich eines Tricks bedient. Und das hat der Herr de Witt von der G10-Kommission sehr, sehr deutlich gesagt. Der fühlte sich nämlich hintergangen. Der sagte, es sei im höchsten Maße unredlich, wenn man die G10-Anordnung dafür verwendet hat, um auf Leitungen zuzugreifen und hinterher sämtliche Daten von diesen Leitungen zu analysieren und alles, was nicht G10 ist, dann zu tauschen. Weil man zufällig diese Daten bekommen hat. Das ist dann der sogenannte Beifang. Der Begriff ist vielleicht auch schon öfter gefallen, schon mal irgendwo gehört. Beifang ist also alles, was man zufällig mitbekommen hat, weil man eigentlich eine andere Rechtsgrundlage hatte. Aber die Daten fallen nur nicht unter diese Rechtsgrundlage. Die kann man also anders weiterverwenden. Das hat uns dazu veranlasst zu sagen, nee, ganz so können wir jetzt leider nicht weiterarbeiten. Und wir haben den Herr Professor Papier, den ehemaligen Präsident des Bundesverfassungsgerichts, gebeten, doch mal ein Gutachten dazu zu schreiben, der uns also klar nochmal gesagt hat, nee, Artikel 10 ist ein Menschenrecht, das ist kein deutsches Recht, sondern das ist natürlich auf alle anzuwenden. Das ist mit Transitleistung oder sowas nicht einfach, können wir nicht einfach ignorieren. Auch war ganz klar, nee, also ja, natürlich können wir nicht die Position einnehmen, unsere Verfassung gilt im Ausland. Aber wenn ein deutscher Dienst tätig wird, dann müsste man davon ausgehen, dass er auf Basis unserer Verfassung arbeiten sollte. Und wenn man das vielleicht noch an irgendwelchen Stellen diskutieren kann, kann man es wohl kaum diskutieren, wenn der deutsche Dienst im Inland tätig wird. Dann ist doch klar, dass die Verfassung gilt. Das sehen alle Juristen, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, so.
Das ist nicht ganz richtig. Also zwei beim BND haben das anders gesehen, aber das ist die Ist-Situation, in der wir uns danach befunden haben. Herr Professor Papier kam zu der Auffassung und zu dem Schluss, dass die gesamten Anordnungen insgesamt unzulässig sind. Damit war für uns eigentlich klar, es haben sich sämtliche Bedenken, die wir hatten aus 2009, bestätigt durch den NSA-Untersuchungsausschuss und durch das Gutachten. Und das muss geklärt werden. Wir können nicht einfach weiterarbeiten, als wäre nichts gewesen oder sowas Ähnliches, sondern das muss geklärt werden. Wir haben dann Klage beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingereicht. Sehr umfangreiche Klageschrift, die da rausgekommen ist. Haben dann zu unserer großen Überraschung festgestellt, dass wir der erste Carrier sind, der da je gegen klagt. Also das Gesetz, wie gesagt, gibt es seit 1968. Hat sich bis jetzt noch niemand berufen gefühlt, irgendwo gegen irgendeine dieser Anordnungen in dieser Form je zu klagen als Carrier. Es gab also Klagen, aber immer von Betroffenen, Einzelpersonen oder Ähnlichem, aber noch keine einzige von irgendeinem Carrier. Das Verwaltungsgericht musste erstmal völlig neue Prozeduren schaffen, wie man überhaupt diese Klage mit, die ja auch Geheimmaterial von Klägerseite beinhaltet. Das ist ungewöhnlich, dass auf der beklagten Seite, also auf der Bundesrepublik, Geheimmaterial eingereicht wird. Das kennt man, dafür hat man Prozeduren, dass auch eine Klägerseite vielleicht Geheimmaterial vorliegt. Das war neu. Das ist also anhängig und läuft. Termine sind leider gerade erst verschoben worden. Das ist jetzt von Dezember auf Ende Januar erstmal verschoben worden. Müssen wir erstmal sehen, wie es weitergeht. Kann ich leider noch nicht genau sagen, wie das aussieht. Allerdings hat man uns so ein bisschen damit überfallen. Also einer der Gründe im Übrigen, warum die Klage jetzt so spät kam, erst dieses Jahr, war, dass Ende letzten Jahres man so ein bisschen die Möhre hingehängt hat, wir reformieren G10. Es sind also umfangreiche Diskussionen darüber geführt worden, ob man dieses G10-Gesetz vielleicht überarbeiten kann und in einen neuen Rechtsrahmen bringen kann. Die wurden geführt ungefähr von November letzten Jahres bis so in den März rein. Das ist so der Zeitraum, in dem diskutiert wurde. Und im Juni hat man dann einen Gesetzvorschlag, nämlich dieses Gesetz zur Auslandsvermeldeaufklärung dahingestellt, um diesen Rechtsrahmen zu klären, wie es so hübsch heißt. In diesem Gesetz werden sämtliche verfassungsrechtlichen Fragen aus G10, also die sich dort ergeben haben, nicht berührt. Die werden nicht angesprochen. Das kommt dort überhaupt nicht vor. Die Trennung, das getrennt wird in Kommunikation von deutschen EU-Bürgern und anderen Ausländern, sagt einem jeder Verfassungsrechtler, keine Ahnung, EU-Bürger für andere Ausländer, sonst ist so eine Trennung, kennen wir nicht, ist nirgendwo vorgesehen. Eine Datenweitergabe an Partnerdienste für diese Daten, die auf Basis dieses Gesetzes erlangt werden, ist grundsätzlich erstmal möglich, weil das Gesetz sieht nämlich vor, dass also alles, was von Deutschen ist, soll automatisch gelöscht werden. Also das ist in 6.4, heißt Artikel, Paragraph 6 Absatz 4 ist das geregelt. Daten für Europäer sind im Prinzip auch automatisch zu löschen, sofern sie nicht individuell angeordnet wurden. Bei Europäern weiß man nicht so genau, ob man die trennscharf hinbekommt in der Filterung, also ob man klar feststellen kann, dass es sich um Europäer handelt. Bei den Deutschen ist man sich ganz sicher, dass man es 100% identifizieren kann, dass es sich um Deutsche handelt. Irgendwie ist die Differenzierung nicht so ganz klar, warum das für Deutsche gehen soll, für Franzosen, Engländer, sonst für irgendjemand nicht. Grundsätzlich ist es so, also es gibt auch eine neue Kontrollinstanz, das neue unabhängige Gremium. Damit haben wir jetzt dann drei Gremien, die für die Überwachung von Geheimnissen zuständig sind. Einmal das Parlamentarische Kontrollgremium, die G10-Kommission und dieses neue unabhängige Gremium. Aus unserer Sicht ist es eine klare Legalisierung der bestehenden Praktiken. Also all das, was man macht, was durch das NSA-Untersuchungsausschuss festgestellt wurde, hat man da im Prinzip reingeschrieben und es erstmal in den Gesetzesrahmen gegossen. Das ist so der Ansatz, der dahinter steht. Warum macht man das? Dafür ist das Zitat von Klaus-Dieter Fritsche, der zuständige Staatssekretär im Bundeskanzleramt, sehr angemessen. Der ist zuständig für die Geheimdienste, die unterstehen ihm an dieser Stelle. Also für die Kontrolle der Geheimdienste. Das ist die Kontrollinstanz für die Geheimdienste. Und er sagte ganz klar, mit der Frage von Rechtssicherheit für die Angestellten des BND gegenüber der Rechtsstaatlichkeit für Bürger konfrontiert, muss ich sagen, dass mich primär die Rechtssicherheit interessiert. Also das Ziel dieses Gesetzes ist es ganz klar, Rechtssicherheit für die Mitarbeiter des BND herzustellen. Das ist die Motivation hinter dem BND-Gesetz. Das ist natürlich aus Sicht, muss man jetzt auch mal sagen, wenn jemand für diese Mitarbeiter verantwortlich ist, kann man das vielleicht noch insoweit verstehen, als
es natürlich schwierig ist, wenn die Mitarbeiter jeden Tag was machen sollen, für die es eigentlich keine Rechtsgrundlage gibt. Man will aber nicht darauf verzichten, dass sie das machen. Dann muss ich natürlich im Zweifelsfall eine Rechtsgrundlage schaffen. Also aus dieser Motivation heraus kann man das durchaus verstehen. Ob das eine akzeptable Aussage für einen Staatssekretär im Bundeskanzleramt ist, muss man mal ein Fragezeichen dran machen. Ich persönlich würde davon ausgehen, dass die Leute für mich als Staatsbürger arbeiten. Aber das kann jeder anders sehen. Moment, was heißt das? Habe ich jetzt falsche Richtung hier gewählt? Was ist jetzt das größte Problem aus unserer Sicht, zumindest als Knotenbetreiber in diesem Gesetz zur Auslandsfernmeldeaufklärung? Die Neuregelung der Erhebungsgrundlage, die da drin steht. Ich habe vorhin ausgeführt, man hatte bis jetzt Leitungen mit Auslandsbezug. Das war das, auf das man sich beziehen konnte mit irgendeiner Anordnung. Das ist jetzt geändert worden. Dieser Leitungsbezug fällt weg. Man hat neue Anordnungen, gehen auf ein Kommunikationsnetz. Und nimmt die Legaldefinition aus dem TKG, da heißt es, dass ein Telekommunikationsnetz die Gesamtheit sämtlicher Leitungswege und sämtlicher Vermittlungseinrichtungen, also sprich alle Router, alle Leitungen, alle sonst was. Wo es also vorher hieß, diese spezielle Leitung von, was weiß ich, Frankfurt nach New York, da steht jetzt der Anbieter DKIX oder der Anbieter Telekom oder der Anbieter, wer auch immer, jeder, der gemeldet ist. Wird einzeln angeordnet. Einzige Voraussetzung für eine Anordnung an dieser Stelle ist, es gibt Auslandsverkehr im Netz. Das ist natürlich für so gut wie jeden größeren Telekommunikationsanbieter gegeben. Von daher wird wahrscheinlich die Anordnungsvoraussetzung nicht besonders hoch sein an der Stelle, dass das auch von dem unabhängigen Gremium genehmigt wird. Wegfallen tut die Kapazitätsschranke. Diese 20% fallen komplett weg. Die Begründung, die hierfür in der Gesetzesbegründung hat man sehr schön geschrieben, das ist nicht mehr erforderlich. Wir brauchen diese 20%-Grenze nicht mehr, weil mit dem Budget des Dienstes lässt sich sowieso nur ein kleiner Teil des weltweiten Telekommunikationsverkehrs überwachen. Von daher ist es eine ausreichende Beschränkung. Das ist die Begründung, weshalb man keine Kapazitätsschranke mehr braucht, ist also das Budget des BND. Man hat auch den Auslandsbezug insoweit eingeschränkt, dass eben nur noch diese Voraussetzung ist, es muss überhaupt Auslandsverkehr auf der Leitung sein. Es gibt keine, man hätte ja mal was Einfaches machen können, wie zum Beispiel, das müssen wenigstens Leitungen sein mit überwiegendem Auslandsbezug oder irgend sowas ähnliches. Nein, hat man nicht. Es reicht, wenn irgendwelcher Auslandsverkehr in dem gesamten Netz vorhanden ist. Dann anschließend kann sich der Dienst alleine aussuchen, welche Leitung er eigentlich haben will aus diesem Netz. Es reicht also, wenn irgendwo im Netz Auslandsverkehr ist, dann kann man das machen. Die Anordnungsdauer wird von 3 Monate auf 9 Monate erweitert und die Erhebung im Inland ist ausdrücklich zulässig. Das sind alles Sachen, die da drin sind. Der konkrete Umfang der Erhebung unterliegt auch keiner Kontrolle. Wenn dieses Netz erstmal angeordnet ist, welche Leitungswege oder welche Teile man dann konkret aus diesem Netz eigentlich haben will, wie viel man genommen hat und so weiter und so fort, das wird nicht geprüft durch das unabhängige Gremium. Es ist nicht Bestandteil des Überprüfungsverfahrens. Wie gesagt, die Erhebung ist ausschließlich durch die finanziellen Ressourcen des Dienstes beschränkt. Ich betrachte das als signifikante Veränderung gegenüber der bisherigen Erhebungsgrundlage nach G10. Und das führte dazu, dass wir als ECO als Stellungnahme auch gesagt haben, das ist also die Einführung in die Massenerhebung. Da geht es auch ganz klar hin. Jetzt wird auf einmal auch dieses Filtersystem richtig relevant. Weil was passiert ist, man hat jetzt im massiven Umfang Leitungen, in denen Mischverkehre drauf sind. Wie gesagt, das ist nicht mehr überwiegender Auslandsbezug oder sonst was, sondern es können irgendwelche Leitungen sein aus dem Netz. Der einzige Grundrechtsschutz, der überhaupt noch existiert, selbst wenn ich diese sehr konservative Einstellung einnehme, dass dieser Artikel 10-Schutz nur für Deutsche gelten würde oder sowas, oder für Leute, die sich im Inland aufhalten, lassen Sie mich so ausdrücken, haben auf einmal nur noch einen Schutz durch das Filtersystem beim Dienst. Weil die Bewertung und der Filterung und alles findet ausschließlich beim Dienst statt. So eine Ausleitung sieht so aus, dass tatsächlich der Leitungsweg quasi kopiert wird und das alles rübergegeben wird zum Dienst. Und beim Dienst läuft dann dieses Filtersystem. Es ist also dieses DAFIS-System ist auf einmal irgendwie wichtig, auch für Deutsche im Inland und überhaupt Leute im Inland. Dieses Filtersystem tut überraschenderweise aber keinerlei Kontrolle unterliegen. Niemand ordnet es an, keiner prüft das. Es obliegt alleine dem Dienst, dieses System zu betreiben. Also weder das parlamentarische Kontrollgremium, noch die G10-Kommission, noch das neue unabhängige Gremium haben eine Prüfungsbefugnis oder eine Anordnungsbefugnis für dieses Filtersystem.
Noch besser ist, dass es in Paragraph 12 steht, dass dieses Filtersystem für sogenannte Eignungsprüfungen bis zu 6 Monate abgeschaltet werden kann, um zu gucken, ob sich auf irgendeinem Leitungsweg vielleicht Daten finden, die geeignet sind, um irgendwie da nachzusuchen. Ja, da gibt es dann ein Verwertungsverbot. Das Verwertungsverbot sagt, die Daten dürfen nur weiterverwendet werden, lalala. Da steht dann aber was ganz Komisches. Da steht dann, außer es ist, besteht Gefahr für Leib und Leben. Das kann ich noch verstehen. Das haben wir in vielen Sachen, dass es da eine Sonderregelung für gibt. Wenn man sagt, hier ist jetzt konkret Gefahr für Leib und Leben von einer Person, dann muss das verwendbar sein. Das kann ich verstehen, würde ich auch unterstützen. Haben wir bei Strafverfolgung auch in vielen Bereichen. Und dann steht da aber, oder wir finden Bedrohungen für den Bestand und die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Jetzt blättern wir ein paar Seiten zurück, gucken mal in das Aufgabenprofil des BND. Da steht, dass sie primär Informationen liefern sollen über Informationen, die Bestand und Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährden. Und dann fragt man sich, was filter ich eigentlich aus? Im Zweifelsfall. Ja, also alle Daten, die zufällig dem Auftragsprofil empfinden, kann ich dann Sonderverwertung zuführen? Das kann es eigentlich nicht sein. Wurde leider auch nicht geändert, ist 1:1 so geblieben. Im Übrigen ist der ganze Entwurf, so wie er im Juni vorgestellt wurde, trotz aller Sachverständiger, trotz aller Sachen und so weiter, ohne Änderung eines Kommas so beschlossen worden. Ja, das ist die Situation, in der wir uns da haben. Zur Qualität des Filtersystems, die, wie gesagt, dann auf einmal relevant ist. Das ist ein mehrstufiges Filtersystem. Ist noch ein bisschen Streit, sind es 3 oder 4 Ebenen, die da gefiltert werden. Es werden viele Sachen erstmal weggefiltert, bevor dann diese eigentlichen Suchbegriffe, also das, was immer so hübsch gerne im Raum stand, hier, wir haben Suchbegriffe, nach denen man da vorgeht, wo auch die G10-Kommission geklagt hatte auf Einsicht, diese Selektoren, die kommen immer ganz spät. Die sind erst in Stufe 3 oder 4 dann in Anwendung. Grundsätzlich ist erstmal ein IP-Filter da, der die Geolocation machen soll, der also sagt, alles, was schon mal eindeutig in Deutschland ist, schmeiße ich weg als Verkehr. Ob das so gut geht, komme ich gleich nochmal drauf. Dann gibt es Typfilter, die also sagen, ja, HTTP, SMTP, sonst was, mich interessieren nur gewisse Daten. Massenvideodaten, sonst was, die brauche ich nicht. Ich kann ungefähr 80% des Verkehrs einfach wegwerfen. Ist völlig uninteressant für das, was die Dienste machen. Sind wir wieder ein bisschen bei dieser Frage, dieser 20%-Grenze. Wenn ich 80% wegwerfe, konnte ich sowieso die ganze Zeit mir die interessanten Sachen schon mal die ganze Zeit angucken. Aber das ist eine Frage der Interpretation. Erst danach komme ich in die Inhaltsfilter. Erstmal die Metadatenfilter, also sprich sowas wie E-Mail-Header oder sowas ähnliches oder auch die SIP-Protokoll-Informationen oder so. Das ist dann die nächste Stufe. Und erst in der allerletzten Stufe kommen dann die tatsächlichen Inhaltsfilter, wo man tatsächlich in die Inhalte reinguckt und da dann nach Begriffen sucht. Da habe ich aber vorher quasi schon alles ausgeschlossen, wo ich idealerweise sagen könnte, das sind jetzt Leute, die darf ich gar nicht überwachen oder so. Das Problem ist jetzt, wo fängt eigentlich dieser sogenannte Grundrechtsschutz an, den wir haben? Weil es gibt dort nämlich eine Meldeverpflichtung, beziehungsweise eine Informationsverpflichtung, wenn ich jemanden überwacht habe, den ich eigentlich nicht überwachen darf, dann muss ich den informieren darüber. Nach unserer Interpretation ist bereits die Stufe 3, aller spätestens zu dem Zeitpunkt, also wenn ich mir den E-Mail-Header angucke, wer hat da mit wem eigentlich Informationen ausgetauscht, ist eigentlich schon meldepflichtig, wenn ich hinterher feststelle, ich habe da mal reingeguckt und habe sozusagen das Grundrecht dieses Bürgers irgendwie eingeschränkt. Aller spätestens in Stufe 4 müsste ich das eigentlich machen. Das sieht der Dienst komischerweise auch ein bisschen anders. Der ist der Meinung, erst wenn er im Inhalt feststellt oder kommunizieren Deutsche, weil die Deutsch reden oder sowas ähnliches, dann kann ich das immer noch löschen und das ist also immer noch keine Verletzung des Grundrechts. Das wird mit Sicherheit auch eins der Themen werden jetzt in den Klagen in Karlsruhe gegen dieses neue Gesetz. Unserer Meinung nach erreicht das DAFES-System, so wie es vorgestellt wurde, so wie es erklärt wurde von dem NSA-Untersuchungsausschuss, bestenfalls zwischen 98,5 und 99%. Und das ist schon a stretch. Ja, wahrscheinlich ist es weniger. Wir haben mal geguckt im Markt, kommerzielle Filter können vielleicht 99,5% erreichen. Wenn ich also aktuelle Systeme für kommerzielle Geolocation kombiniere mit kommerziellen Deep-Packet-Inspection-Systemen, dann komme ich vielleicht auf Filterqualitäten von 99,5%. Wie gesagt, aber selbst dann, die Analysen der Stufen 3 und 4 sind aus unserer Sicht notifizierungspflichtig. Jetzt bin ich aber mal nicht so und mache mal ein Mengengerüst dazu. Wir sind ja hier unter Fachleuten, nein. Also, aber die Leute, die das Gesetz machen, das sind fast alles Juristen. Judex und Colquitt, die rechnen nicht, wie sie immer so hübsch sagen. Das ist so ein stehender Spruch vor Gericht.
Ich mache das deswegen mal. Wir haben also am dekigsten im Moment ein Verkehrsaufkommen von 5,5 Terabit im Peak und haben dabei ungefähr 10 Millionen Flows pro Sekunde. Im Schnitt haben wir 3,4 Terabit an Datentraffic und ungefähr 6 Millionen Flows pro Sekunde. Das heißt, es sind ungefähr 500 Milliarden Verbindungen am Tag, die wir durchpipen. Jetzt nehme ich mal die Filterqualität, selbst wenn ich mal annehme, dass der Dienst das beste Filtersystem der Welt hat und vielleicht 99,9% erreicht, was sich mit keinem anderen System erreichen lässt, sind es immer noch 0,5 Milliarden Verbindungen pro Tag, die da falsch getaggt werden. Die werden also falsch bewertet. Wir gehen davon aus, dass mit den besten kommerziellen Systemen vielleicht 2,5 Milliarden, mit dem des Dienstes wahrscheinlich eher so 5 Milliarden Verbindungen am Tag übrig bleiben, die fehlerhaft als nicht deutsche Kommunikation oder was bewertet werden und man guckt in die Inhalte rein, obwohl es eigentlich doch deutsch-deutsche Kommunikation ist. Beim Kommunikationsanteil von 20%, der den Dienst überhaupt nur interessiert, also sprich die Sachen E-Mail, Telefonie, Short Message, sonst, also das, was interessante Kommunikation ist, Videodienste, sonst was, lalala, kann man alles wegdroppen. Und man nimmt mal an, es wird natürlich nie irgendwas erfasst. Aber pro Prozent Erfassung, die man an so einem Knoten vielleicht hinbekommen würde, würde ungefähr 1 Million Verbindungen pro Tag übrig bleiben, in die man reingeguckt hat, obwohl man da nicht reingucken darf und wo die Leute eigentlich informiert werden müssten. Ist das eine verfassungsmäßig akzeptable Menge? Die Verfassungsrechtler sagen mir, 1 ist zu viel. Ich sehe da einen kleinen Unterschied, ein paar Nullen irgendwie. Was macht man bei Grundrechtsverstößen? Grundsätzlich ist die Information des Betroffenen ist vorgesehen. Es gibt im Gesetz kein Budget dafür. Also man sieht den Fall nicht vor. Es ist tatsächlich kein einziger Euro für die Information vorgesehen. Wenn man dann doch nicht informieren will, dann gibt es einen Prozess, wo man sagt, nein, die Maßnahme ist gefährdet, wenn ich diejenigen informiere, also halten wir das mal zurück. Die Rückhaltung ist grundsätzlich möglich. Dann ist aber auf einmal die G10-Kommission zuständig, nicht mehr das neue unabhängige Gremium, weil es sind ja dann G10-Verkehre. Auf einmal geht es um die G10-Verkehre, ist also die G10-Kommission zuständig. Die ist aber nach dem Gesetzestext und nach der Betroffenheitsanalyse, die da drin ist, für nichts verantwortlich. Und die hat auch keine Belastung durch dieses Gesetz. Die muss aber alle 3 Monate prüfen, ob derjenige jetzt doch informiert wird oder nicht. Es darf also bis zu 5 Jahre ausgesetzt werden. Wenn ich da kurz die Mathematik nochmal bemühe, habe ich ungefähr 10 hoch 8 Fälle, die sich so gesammelt haben über die Zeit. Eventuell werden es auch 10 hoch 9, je nachdem, wie viele jetzt konkret da anfallen. Für die ich eigentlich jeweils eine Einzelfallprüfung machen müsste, ob ich den einzelnen Fall jetzt weiter zurückstelle oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Daten dann gelöscht werden, aber die Frage muss auf jeden Fall mal zulässig sein. Wer will da eigentlich wo was prüfen in einer Kommission, die aus insgesamt 10 Leuten besteht, von denen 5 Vertreter sind und die nur 2 Sekretariatsposten haben? Ich halte es für unmöglich, das zu prüfen. Es wird also irgendeine, ja, keine Ahnung, das Gesetz äußert sich nicht dazu, lass es mich so ausdrücken. Interessant ist, dass die Daten in diesem Zeitraum aber nicht gelöscht werden dürfen. Wenn das 5 Jahre hinten angestellt wird, werden alle Daten, die da gesammelt wurden, 5 Jahre aufgehoben. Weil die dürfen nämlich erst gelöscht werden, wenn eine endgültige Entscheidung darüber ist, ob derjenige, wenn er dann informiert wurde, vielleicht doch klagt oder sowas ähnliches. Also dürfen keine Daten vernichtet werden. Ist vielleicht auch eine interessante Idee, die Daten länger aufzuhalten oder aufheben zu können, als die vorgesehenen 6 Monate für andere Fälle. Naja, die Einordnung des Gesetzes ist auf jeden Fall so, die Selbsteinordnung des Gesetzgebers ist, dass durch das Gesetz keine Grundrechte eingeschränkt werden. Das zeigt sich auch dadurch, dass das Zitiergebot nicht bemüht wird. Also wenn irgendein Gesetz bei uns in Deutschland Grundrechte einschränkt, dann muss das in dem Gesetz explizit drinstehen. Muss da stehen, dieses Gesetz schränkt ein Grundrechte aus Artikel, steht nicht im Gesetz, schränkt keine Grundrechte ein. Komischerweise gibt es im Gesetz ein paar Paragraphen, was zu tun ist, wenn es dann doch die Grundrechte eingeschränkt hat, aber es beschränkt sie also nicht ein. Es ist auch hinreichend bestimmt, weil die Einschränkung über das Budget ja erfolgt. Und der wissenschaftliche Dienst des Bundestags war der Meinung, dass das so nicht sein kann und sah das sehr kritisch, das Gesetz. Sämtliche Sachverständigen, die angehört werden, sahen es auch als sehr kritisch an. Die Koalition war der Meinung, es sei ein sehr gutes Gesetz mit internationalem Beispielcharakter. Die ersten Klagen dagegen sind anhängig und wir werden als DKIX auf jeden Fall auch sofort klagen, wenn die erste Anordnung auf dieser Basis uns erreicht. Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich denke, hier wird es sehr viele Fragen geben. Im Netz wurde schon gefragt, bei so einer offensichtlichen Verfassungswidrigkeit, Gesetzeswidrigkeit, warum wurde nicht, wenn schon eine Klage droht, nicht einfach dem BND der Saft abgeklemmt am DKIX? Warum hat man sich nicht dazu entschieden, bis es geklärt ist? Naja, also jetzt muss man ein bisschen trennen. Das eine ist, ist neues BND-Gesetz. Da gibt es ja noch keine Anordnung. Das ist noch nicht mehr veröffentlicht. Das wird jetzt erst veröffentlicht, wahrscheinlich irgendwie im Dezember im Bundesgesetzblatt. Und erst danach kann überhaupt auf dieser Basis was passieren. Das ist der Teil. Bei den Anordnungen nach G10 muss man natürlich immer die Frage stellen, wenn das länger schon gelaufen ist. Und wie gesagt, das Gesetz gibt es auch schon seit 68. Das ist eine relativ etablierte Geschichte. Hier ist jetzt die Frage aufgekommen, ist das was, ist die Rechtsinterpretation des BND okay oder ist sie nicht okay? Wir haben in diesem Fall gesagt, wir wollen das nicht weiter umsetzen. Es gibt da eine Maßnahme, die nennt sich sofortiger Vollzug, die dann angeordnet wird. Von daher läuft es erstmal weiter, aber uns geht es primär um die grundsätzliche Klärung. Also ich möchte auch mit einem Missverständnis an der Stelle aufräumen. Ist nicht so, dass wir, also ich bin ja auch Wirtschaftsvertreter, ist nicht so, dass wir grundsätzlich sagen, es darf keine Überwachung geben oder sowas ähnliches. Das ist ein Missverständnis. Es gibt berechtigte Gründe dafür, dass man das hat. Sowohl für Law Enforcement ist es völlig außer Zweifel, dass man für Strafverfolgung sowas braucht. Und es steht auch aus unserer Sicht außer Zweifel, dass gewisse Maßnahmen für die Dienste, auch für Nachrichtendienste sinnvoll sind. Die Frage ist halt, was ist sinnvoll? Und es muss alles auf Basis der Verfassung passieren. Und es kann nicht sein, dass man sich als Dienst über die Verfassung stellt und hier Sachen macht, die definitiv darin nicht zulässig sind. Und das wollen wir klären, das wollen wir jetzt von Grunde aufgeklärt haben. Dafür brauchen wir aber ein ordentliches Verfahren vom Verwaltungsgericht. Und das dauert eine Weile. Das ist ganz schlecht, wenn man sowas im Eilverfahren oder sowas versucht zu klären, weil dann fast immer die Aussage ist, nee, wir lassen mal lieber das Bestehende weiterlaufen. Und wir wollen ein ordentliches Hauptsachenverfahren, das ist das, was uns am wichtigsten ist, damit wir dann eine saubere Klärung bekommen. Ja, vielen Dank für deinen Einblick in das Thema, sehr interessant. Eine Frage wäre die Quelle zu dem Zitat von dem Staatssekretär im Bundeskanzleramt. Da würde mich interessieren, stand das irgendwie in der Zeitung? Hat er euch das bilateral gesagt? Oder? Ich war dabei. Das war eine Veranstaltung hier in Berlin, wo er das von einer größeren Zahl von Leuten so gesagt hat. Also ist, ja, was soll ich sagen, war bei der Stiftung Neue Verantwortung. Okay, also es ist durchaus eine öffentliche Veranstaltung gewesen, wo man das auch... Teil hätte sich jeder anmelden können, ja. Okay. Interessant, dass er das so offen... Fand ich auch, aber wie gesagt, aus seiner Position durchaus nachvollziehbar. Er hat nun mal die Oberverantwortung für den Dienst an dieser Stelle. Und da ging es um die Frage, das war überhaupt das Thema der Veranstaltung, war Rechtsstaatlichkeit gegen Rechtssicherheit. Okay. Das war das Thema. Und vor die konkrete Frage natürlich an dieser Stelle gestellt, war klar, ihm in seiner Verantwortungsposition ist die Rechtssicherheit für seine Mitarbeiter, also für die Mitarbeiter, die unter seiner Verantwortung stehen, wichtiger als die Rechtsstaatlichkeit. Wie gesagt, aus seiner Position kann ich sogar noch nachvollziehen, ob es als Staatssekretär eine gute Idee ist, das zu sagen, weiß ich nicht. Die andere Frage noch, es gab die Geschichte, dass ihr jetzt vor Leipzig anfangen wollt zu klagen und ihr sagtet, ihr wart die Einzigen, die bisher als Verband oder als Kollektiv, als Firma... Geklagt hat hier DKIX. Vorsicht, die DKIX Management GmbH gegen die Bundesrepublik Deutschland. Also der Betreiber, der auch verpflichtet ist, der hat geklagt in Leipzig, das ist ja ein laufendes Verfahren. Ja, und gibt's da oder gab es da in der Vergangenheit jetzt irgendwie Solidaritätsbekundungen von anderen Carriern? Dass die gesagt haben, wir springen euch bei, wir finanzieren euch, wir geben euch ein bisschen Rückendeckung. Das war jetzt für den DKIX nicht erforderlich. Das ist ja sowieso eine, DKIX ist ja ein im Prinzip ein Zusammenschluss. Also das läuft zwar über den Verband, der Verband ist der 100%ige Gesellschafter, aber der Verband ist ja ein Zusammenschluss von Carriern. Von daher würde man sich selbst irgendwo beispringen. Das war in dem Fall akzeptabel. Es haben uns aber durchaus einige Carrier gesagt, super, dass das endlich mal jemand aufnimmt. Hätten wir auch gern gemacht, konnten wir bei uns im Haus nicht durchbringen. Ist bei vielen halt leider die Einstellung, dass solange man die gesetzlichen Auflagen erfüllt, man sich im Prinzip hier nicht aus dem Fenster lehnen will. Weber hat eine ganz innige Verbindung zum BND. Ja, ich bin Gabi Weber. Wie ihr wisst, bin ich als Auslandskorrespondentin aus Südamerika tätig. Die strategische Fernmeldeüberwachung ist ja 1992 gesetzlich eingeführt worden im Verbrechensbekämpfungsgesetz. Mhm. Ich habe damals dagegen Verfassungsklage eingereicht. Der Vorsitzende Richter war übrigens Herr Papier, der jetzt so fortschrittlich tut.
Und mit mir geklagt hat mein Assistent aus meinem Büro, der ja, wenn gegen mich Fernmeldemaßnahmen ergriffen werden, dann betrifft das ja auch Mitarbeiter, ein uruguayischer Staatsbürger. Und Herr Papier hat damals dann vor Gericht das Urteil gefällt, das auch in Straßburg, ich bin da bis nach Straßburg weiter, bestätigt worden ist. Nein, das deutsche Grundgesetz schützt nur deutsche Bürger. Die Klage von diesem Ausländer, von dem nicht-europäischen Ausländer, nehmen wir gar nicht an. Und zweitens, ja, es hat sich dann daran gestört, dass auch Deutsche, ich bin deutsche Staatsbürgerin, einfach so überwacht werden können. Deshalb musste das Gesetz, du hattest es ja auch erwähnt, 1998 geändert werden und es wurden dann solche G10-Maßnahmen eingefügt. Das ist auch von Straßburg dann bestätigt worden. Ich habe jetzt drei konkrete Fragen an dich. In diesem neuen Gesetz oder in einem anderen Gesetz, was in der Mache ist, gibt es da irgendeine konkrete Aussage, ob jetzt, also konkret, ob jetzt Ausländer im Ausland geschützt werden durch das deutsche Grundgesetz? Erstens. Zweitens, was ist mit Doppelstaatsbürgern? Ich zum Beispiel bin inzwischen Doppelstaats, habe eine zweite Staatsbürgerschaft. Können die mich, als Deutsche müssen sie mich nach G10 irgendwie informieren. Aber vielleicht sagt der BND, wir lieben sie so sehr, dass wir sie jetzt als Argentinierin betrachten. Könnte ja sein. Gibt es dazu, das muss ja auch gesetzlich geregelt werden. Und drittens, und das ist eigentlich das Allerwichtigste, wir wissen doch, dass NSA und BND oder andere Dienste gegen miteinander die Daten austauschen. Also wenn der BND noch bestimmte Einschränkungen hat, was deutsche Staatsbürger angeht, die NSA hat das mit mir nicht. Also kann doch die NSA mich oder euch oder wen immer auch abhören und dann den befreundeten Diensten die Daten rüberschieben, um diese Gesetze auszuhebeln. Gibt es dazu irgendwelche Überlegungen? Also der Reihe nach. Erstmal ist die, also die Regelung ist für, egal ob Deutsche oder Ausländer im Inland, ist es völlig klar. Ja, da gilt auf jeden Fall das deutsche Recht. Und da werden auch gleich behandelt an dieser Stelle. Da wird nur auf Deutsche eingegangen. Es gibt keine Erwähnung von doppelter Staatsbürgerschaft oder sowas, aber im Sinne des Gesetzes ist Deutscher, wer die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Da ist egal, ob er noch eine andere hat. Von daher wäre in diesem Fall auch, dazu äußert sich das Gesetz im Übrigen konkret, auch im Ausland unterliegt man dann dem Schutz. Also wenn ein Deutscher im Ausland unterliegt nach dem neuen Gesetz genauso dem Schutz, sogar wenn zwei Deutsche im Ausland miteinander telefonieren würden oder sowas, was weiß ich, jemand telefoniert von Paris nach Moskau oder sowas, es sind zwei Deutsche da drin, würde das diesem Schutz unterliegen. Das regelt das Gesetz klar, also das neue, das Auslandsvermeldeaufklärungsgesetz. Gut, Rest müsste man jetzt gucken. Was war jetzt der letzte Teil der Frage? Also Ausländer im Ausland sind nach dem neuen Gesetz gerade nicht geschützt. Das ist also das Ziel dieses Gesetzes, ist es hierfür eine Grundlage zu schaffen, dass, weil das war nach den alten Gesetzen, gab es dafür ja überhaupt keine Grundlage. Warum der Dienst? Es gab keine Rechtsgrundlage, auf der BND eigentlich im Ausland Daten erhoben hat. Und hier war eigentlich die Lesart so nach der Methode, naja, es gibt keinen Verbotstatbestand, wie ja Artikel 10 Grundgesetz eigentlich ein Verbotstatbestand ist, darf nicht überwacht werden, Kommunikation ist geschützt. Und den Verbotstatbestand, außer man sagt natürlich auch, Artikel 10 gilt auch für Ausländer im Ausland, ja, solange ein deutscher Dienst tätig ist, das ist ja das, was versucht wird zu klären. Man hat also jetzt quasi das Umgedrehte gemacht, man hat einen Ermächtigungstatbestand geschaffen, dass also Ausländer im Ausland überwacht werden dürfen, auch vom Inland aus. Also das Gesetz regelt ein bisschen mehr, da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen. Es regelt auch ganz klar die Überwachung im Ausland. Es war aber auch eben diese Auslandsüberwachung aus dem Inland raus, also für Transitverkehr oder sowas, das ist alles dadurch geregelt. Ja. Hatte ich jetzt irgendeinen Teil vergessen, oder? Ach so, ja genau, Datenaustausch. Das ist eine hochinteressante Frage. Grundsätzlich ist es im Übrigen auch der NSA nicht zulässig, einem anderen Dienst Daten zu geben, wenn damit die Gesetze aus dem anderen Land unterlaufen werden. Also das ist oft ein Missverständnis. Ja, die tauschen Daten miteinander aus. Die Frage ist, geben die dem Dienst Daten, die er selber nicht hätte erlangen dürfen? Das gilt auch für den Bundesnachrichtendienst. Wenn die dem anderen Dienst Daten geben, die der Dienst selber nicht hätte erheben dürfen, nach deren Gesetzesgrundlage, dann darf er das nicht. Also da muss man ein bisschen differenzieren.
Was dann tatsächlich passiert, kann ich keine Aussagen zu machen. Ja, das ist erstmal nur die Sache, wie ist die Rechtsgrundlage? In den USA ist die Rechtslage ganz eindeutig. NSA darf also einem anderen Dienst keine Daten geben, die der Dienst selber nicht hätte erheben dürfen. Ja. Du hattest gesagt, dass die Daten von einem Dienst nicht an den anderen Dienst weitergegeben werden durften in der Vergangenheit. Was war? Das habe ich nicht gesagt. Nee, was? Sag noch mal bitte, was du gesagt hast. Nein, also die Daten, es war immer eine Sperre für die Daten, die diesem G10-Schutz unterliegen. Die dürfen nicht weitergegeben werden. Aber das, was man als Beifang betrachtet hat, das, was man als Auslandskonflikt, also Daten, die man bekommen hat, die eigentlich keinen expliziten Verbotstatbestand hatten für die Weitergabe, die hat man weitergegeben. Das ist aber auch die Währung in der, also nur, dass man das auch mal ganz klar sagt, das ist die Währung in der Geheimdienstbranche. Ja, jeder, der Daten irgendwie bekommen kann, die sonst kein anderer erheben kann oder sowas ähnliches, das ist die Währung. Die zu tauschen, die weitergeben zu können, das ist das, was man macht. Ja, also von daher ist das schon klar, aber es muss halt auch zulässig sein für die anderen. Und die G10-Daten, die durfte man nicht weitergeben. Darf man jetzt aber, inzwischen wird das nicht so kritisch gesehen, habe ich das nicht? Nee, G10-geschützte Daten dürfte man auch nach dem neuen Gesetz nicht. Nach dem neuen Gesetz ist alles, was G10 impliziert ja schon, dass ein Grundrechtsträger, da kommt ja dieses G10 her, es ist ein Grundrechtsträger da, wo nur eine Ausnahme war, weshalb diese Daten überhaupt erlangt werden dürfen. Die dürfen aber auf keinen Fall getauscht oder weitergegeben werden. Das ist tatsächlich ausgeschlossen nach dieser Sache. Die Frage ist halt, wie komme ich an diesen Tag? Und meine Beispielrechnung, die ich hier hatte, die führt eben zu dieser Frage, wann wird es fehlerhaft getaggt? Wann wird es eben gar nicht erkannt, dass es zum Beispiel ein G10 geschützter Verkehr ist? Das ist ja genau das Problem dieser Filterung, dass diese Filter nicht einwandfrei arbeiten und es hier zu Verletzungen kommen wird, wo eben ein G10-Status zum Beispiel nicht erkannt wird und dann diese Daten vielleicht auch getauscht werden. Das ist das Risiko. Ja. Hallo. Die Geheimdienste stehen ja ganz schrecklich in Konkurrenz miteinander. Wir wissen, dass durch Snowden wissen wir, dass der GCHQ alle Telefonate aufzeichnet, ein Textprotokoll davon anfertigt, von allen Telefonaten, und diese in X-Keyscore einspeichert. Also so betrachtet bewegen sich gerade alle diese Dienste in eine ziemlich totalitäre Richtung. Was sind deine Gedanken zu neue Generationen von Internetprotokollen, die einen besseren Grundschutz, einen New Deal quasi implementieren, dass wir ein neues Internet haben, welches die Grundrechte besser schützt und vielleicht halt Ausnahmen ermöglicht im Rahmen der Verfassung, aber halt schon in der Technologie verankert? Also das ist eine gute Idee. Also was GCHQ bis jetzt gemacht hat, setzt ja darauf an, dass man Daten einfach speichern konnte, die in diesem Fall auch vorbeigelaufen sind. Also auch die hatten übrigens diese Einschränkung. Für Inlandstelefonate haben sie das nicht gedurft. Für die Transittelefonate, die am B-Chat vorbeigekommen sind, konnten sie das machen. Und übrigens nach der neuen Snoopers-Charta, die sie da gerade am letzten Wochenende beschlossen haben, können sie jetzt alles Mögliche machen. Also ganz anderes Problem, was die Briten sich da eingefangen haben. Also das ist schlimmer als alles. Ey, das ist alles, was wir hier haben, ist total moderat dagegen, was die gerade beschlossen haben. Ja. Natürlich ist die Antwort darauf Verschlüsselung. Ja? Wenn ich das nicht mehr klar erkennen kann, oder dann habe ich zumindest erstmal die Inhalte, die Transkription des Gespräches geschützt. Die Verbindungsdatenthematik kriege ich damit nicht weg. Also die Verschleierung oder Vermeidung von Verbindungsdaten im weitesten Sinne, das ist unglaublich schwierig, das hinzubekommen. Diese Beziehungsgeflechte, wer redet da mit wem oder sowas ähnliches, die wird es weitergeben. Und das können auch die meisten Protokollentwürfe oder sowas, was wir haben, kriegen das nicht hin. Aber zumindest ist damit dann schon mal der eigentliche Kommunikationsinhalt geschützt oder auch nur das Erkenntnis, dass sich dabei überhaupt um ein Telefonat handelt. Das ist eventuell damit dann schon wieder schützbar. Ja, also es ist auch ganz wichtig, dass die Verschlüsselung in diesem Sinne zunimmt und dass wir demnächst vielleicht eine automatische Grundverschlüsselung bekommen oder so, dass eigentlich jede Verbindung, die ein Gerät verlässt, automatisch verschlüsselt ist. Dabei ist es dann auch gar nicht so wichtig, ob die Gegenstelle jetzt super authenticated ist oder sowas ähnliches, sondern das kann ich auch sessionmäßig machen oder so. Aber wichtig ist, dass diese automatische Grundverschlüsselung kommt. Ja, wir haben ja gleich eine Kaffeepause, wo wir vielleicht dann noch Fragen weiter fortsetzen können. Aber vielleicht noch eine letzte kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Ja, die Zusammenarbeit der Dienste scheint ein ganz interessantes Feld zu sein. Einerseits gibt es eine Währung, also von Beifang, der da ausgetauscht wird. Aber interessanterweise stockt die Zusammenarbeit zum Beispiel allein der europäischen Dienste meiner Meinung nach deswegen, weil die Dienste natürlich auch nicht Daten rausgeben wollen über ihre eigenen V-Leute. Das heißt, sie haben Angst davor, dass ihre eigenen V-Leute in den Terrorzellen enttarnt werden von anderen Diensten. Das ist ja sogar schon bei den Landesverfassungsämtern bei uns der Fall gewesen, dass nämlich die Landesverfassungsämter nicht zusammenarbeiten wollten, weil sie nicht preisgeben wollten, welche Leute von ihnen eigentlich in der kriminellen Szene, in der Terrorszene aktiv sind. Das ist ein Risiko für die, weil da nämlich ihre eigenen Leute, die in der Terrorszene aktiv sind, aufgedeckt werden können. Wir müssen also den auch erkennen, dass Geheimdienste immer eine kriminelle Seite haben. Das sind eigentlich die kriminellen Hände der Regierung, weil nämlich jede Geheimdienstaktivität, zumindest also im Ausland, kriminell natürlich ist. Ja, das sind also kriminelle Banden. Und deswegen muss man grundsätzlich gegen Geheimdienste vorgehen. Verschlüsselung ist eine wichtige Sache, aber ich glaube, Geheimdienste, Stasi, KGB, FSB, CIA haben immer eine kriminelle Komponente. Ich denke, ich weiß nicht, wie man das als Frage auffassen kann, höchstens, ob du damit mit dieser Ansicht übereinstimmst. Muss ich ganz klar sagen, nein. Also für mich ist die, ja, natürlich haben sie gewisse Elemente von dem, was sie tun, die vielleicht dann an anderer Stelle als illegal in dem jeweiligen Land dann angesehen werden. Aber da sind wir genau bei der Frage. Diese Frage, kann ich vollständig darauf verzichten, in anderen Ländern, in anderen Regionen Informationen zu sammeln. Weil das wäre die Konsequenz daraus. Wenn ich vollständig auf Geheimdienste verzichte, wäre die Konsequenz darauf. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was im Mittleren Osten, sonst wie, wo auch immer, in Russland, in sonst wo auch immer, was man gerade betrachtet. Ich betrachte die Russen zum Beispiel nicht als kritisch oder so, aber andere sehen das ganz anders. Und deswegen ist die Frage, wo... Ja, natürlich. Aber das, der Geheimteil hier drin, ich meine, mit legalen Methoden bekomme ich die Informationen, die öffentlich verfügbar sind. Das war es im Prinzip, ja. Und das, ganz andere Diskussion. Über die Qualität der Diskussion, der Informationen, das ist eine völlig getrennte Diskussion, ob man darauf sich stützen kann oder nicht, ob ich auf der Basis einen Krieg anfangen kann oder sowas ähnliches, wie ja auch schon offensichtlich falschen Informationen oder so. Ja. Diese ist eine ganz andere Diskussion. Und da sind wir genau beim Punkt. Das müsste eine gesellschaftliche Diskussion sein. Will ich diese Dienste oder will ich sie nicht? Wir kriegen sie nur leider nicht eingestylt, diese Diskussion. Ich habe es auch schon oft genug probiert. Die Standardantwort lautet, mir ist die Sicherheit wichtiger. Das ist leider die Standardantwort von den meisten Bürgern, mit denen ich versuche zu reden und die ich dafür versuche zu motivieren, sich irgendwie für das Thema zu interessieren. Und solange ich auf dieser Ebene die gesellschaftliche Diskussion nicht angestoßen bekomme, werde ich dieses Thema nicht wegbekommen, weil das Interesse des Staates ist natürlich immer, an dieser Information diese Sicherheitsdienste zu unterhalten. Ja, und wer wäre besser geeignet als FIF und die FIFCON, um solche gesellschaftlichen Prozesse zu starten? Genau. Insofern können wir das gleich bei der Kaffeepause machen. Ich danke dir nochmal ganz herzlich für deinen Vortrag. Okay. Ich lasse lange finden.